Heute kommt mal ein Video von eurer Wunschliste. Also viele schicken mir immer wieder Fragen, Themenvorschläge und da ist es relativ weit oben gewesen, nämlich die Schleudertechnik. Und da will ich euch jetzt einfach mal ein bisschen mitnehmen. Ja, und freue mich natürlich, wenn ihr ein Abo da lasst, wenn ihr das Däumchen nach oben da lasst. Und ja, jetzt viel Spaß beim Video. Ja, dieses Video, ich glaube, seit einem Jahr oder so steht es auf der Wunschliste, wenn nicht noch länger. Jetzt habe ich endlich mal durchgerungen, das Video für euch zu machen, weil es ist ein bisschen, man muss es halt herholen. Die Honigschleudern stehen bei uns, wir haben ja keine Schleuderstraße, die stehen bei uns im Lager. Und da muss man die einfach vorholen, man muss die Zeit haben, man muss den Platz haben. Und natürlich letztendlich muss man auch Lust haben. Ja. Genau. Und da wollen wir jetzt einfach mal so durchgehen, welche Honigschleuderarten gibt es, was brauche ich, was ist sinnvoll für mich. Also ganz zu Beginn braucht man sich keine Honigschleuder. Ne? So wollen wir mal anfangen für alle, die gerade hier sind und Neuimker sind oder Anfänger sind oder anfangen wollen. Da reicht ein ganz normaler Küchensieb, ein Eimer drunter und irgendwas zum Stampfen. Und dann schneidet man im Prinzip einfach die Waben aus, legt die in den Sieb mit dem Wachs. Und dann stampft man das einfach raus mit einem Kochlöffel oder was auch immer. Und dann läuft unten der Honig in den Eimer. Ja, das ist so die ganz einfachste Variante. Und auch total unempfindlich. Jetzt habe ich für euch alle, habe ich mal hier so eine Reihe an Honigschleudern aufgebaut, wo alle Typen vertreten sind. Ja, wenn man jetzt hier in unser Lager reinschaut, dann sehen wir als erstes so eine kleine Tangentialschleuder. Für den Anfang ist die sicher ganz cool. Ja, da geht es im Wesentlichen um Handantrieb. Bei uns ist die einfach da für Führungen, für Kindergeburtstage, was auch immer. Man stellt die Wabe hier hochkant rein, dreht die, dann hält man an, dreht die Wabe einmal um und schleudert die andere Seite aus. Ja, total einfach, total. Ja, total billig, weiß ich nicht, so Größenordnung, ab 300 Euro kostet sowas. Genau, und da kann man dann eigentlich schon relativ viel Honig machen. Also ich habe angefangen damals mit so einem Modell mit 4 Waben und einem Elektromotorantrieb. Ja. Dann kommen wir hier hinten, haben wir so praktisch unseren Dinosaurier. Ja, unsere altgediente Schleuder, die habe ich schon gebraucht gekauft. Ist eine 6-Waben-Selbstwendeschleuder. Funktioniert so, wenn sich dieser Korb hier dreht, klappen die Waben nach außen. Ja, also die Seite wird einfach rausgeschleudert. Dann wechselt der Korb einfach die Drehrichtung und dann klappt einfach die andere Seite nach außen. Ja, so wird der Honig eigentlich total simpel, total gut ausgeschleudert. Funktioniert vor allem auch bei zähem Honig, bei schwer fließendem Honig, ist, glaube ich, so von der Schleudertechnik die teuerste Variante, weil man eben diesen Korb braucht, der sich dreht. Aber wie gesagt, das ist unser Dinosaurier, ist vom Graze, ist Baujahr 98 und da war noch nie was dran. Und ich habe die schon gebraucht gekauft von einem Imker, einem Alten, der selber damit über 100 Bienenvölker gemacht hat. Und ja, wir haben die auch sehr, sehr lange benutzt, also auch bis ja, über 100 Bienenvölker, kann man eigentlich sagen, dass wir damit den Honig geschleudert haben. Hat bisher noch nie defekt gehabt, auch so ein bisschen an der Elektronik. Da ist einmal ein Kurzschluss entstanden, weil ein bisschen Honig reingelaufen ist. Aber mei, das ist so, kann ja mal passieren. Ich meine, die ist Baujahr 98, ich habe es jetzt, glaube ich, schon zweimal gesagt. Also ist wirklich sehr robust. Dann haben wir hier von Lega eine Radialschleuder. Geht jetzt ohne Strom leider nicht auf. Ich filme euch mal rein. Ne, da stehen die Waben im Prinzip, die Unterteile alle zur Mitte gerichtet und die Rähmchenoberkante nach außen einfach im Kreis. Gehen 36 Waben rein. Und ja, das ist dann so die nächste größere Herausforderung. Radialschleudern haben ein bisschen ein Problem manchmal, wenn der Honig sehr zähflüssig ist. Aber im Prinzip kann man mit denen eigentlich auch alles schleudern. Und das ist eigentlich auch die Technik, auf die wir nach wie vor setzen.
Also ich bin kein Freund von irgendwelchen Schleuderstraßen oder sonstigen Großtechnik. Ich meine, wer länger dem Kanal folgt, weiß das ja. Wir machen hier eine Imkerei, gerne auch mit gebrauchten Maschinen, weil es mir auch Spaß macht, ne, da was zu reparieren. Ich kann das, mir macht das Spaß und das gehört ein bisschen zu uns, zur Philosophie. Das macht es für uns vor allem auch wirtschaftlich total interessant, weil man eben relativ wenig Fixkosten hat oder Maschinenkosten hat. Hier jetzt zum Beispiel mit der Honigschleuderung ist es ja so, dass sagen werden viele sagen, hey, bei deiner Betriebsgröße brauchst du eine Schleuderstraße. Sage ich, nein, brauche ich nicht. Wirtschaftlich betrachtet halte ich davon gar nichts. Ne? So eine Schleuderstraße läuft ein paar Stunden im Jahr, kostet Schweinegeld, braucht mega viel Platz, wo sie rumsteht. Und es kann halt nicht jeder bedienen. Ne? Du brauchst eine Einweisung und so eine Radialschleuder, das kann jeder machen. Das kann der Schüler um die Ecke machen, das kann der Opa machen. Also da brauchst du nicht viel Know-how, da kannst du jeden einsetzen. Klar, wenn du solche Helfer nicht hast zum Schleudern und alles allein machen musst, dann sieht es natürlich für eine Schleuderstraße schon wieder anders aus, weil das spart dir einfach Zeit und Kraft. Ja. Also hier musst du einfach jede Wabe ja reinstellen und auch wieder rausholen händisch. 36 Waben mal 1,5 bis 2 Kilo ist natürlich auch ein Gewicht. Die Honigschleuder läuft dann so je nach Honigart zwischen 7 und 15 Minuten. Dann ist einfach der Honig draußen. Ne. Das sind so im Prinzip diese drei Arten, wo wir an Honigschleudertechniken haben oder vier, wenn man den Sieb dazu nimmt. Ja, genau. Und da muss man sich halt jetzt überlegen, was will ich selber? Ja? Also so eine Tangentialschleuder, wo du eben die Wabe dann händisch umdrehen musst und die Richtung wechselst, nicht die Richtung wechselst, aber wo du sie einfach händisch umdrehen musst. Da kannst du auch viele Bienenvölker damit machen. Ja. Die Selbstwendeschleuder, wie gesagt, mit der haben wir unheimlich lang gearbeitet. Da haben wir Rapshonig, klar, sagen viele, hey, nur 6 Waben. Ja, aber da haben wir halt im Rapshonig läuft die 3 Minuten. Ja. Und dann kommst du praktisch mit dem Entdeckeln oder je nachdem, wie du entdeckelst, aber da steht, da ist da nicht viel Pause. Ne. Nach 3 Minuten beide Seiten, ne, beim Rapshonig, wenn der schön warm aus dem Bienenvolk kommt, dann läuft es tipptopp. Ja, und da bist du nicht arg viel langsamer wie mit der 36 Waben Radialschleuder. Natürlich ist es ein anderes Stresslevel. Du bist immer in Bewegung. Bei der 36 Waben Radialschleuder hast du auch mal eine Pause. Das ist ganz klar. Und du schaffst letztendlich schon mehr. Aber du bist jetzt nicht um den Faktor 5 langsamer mit der 6 Waben Selbstwendeschleuder. Das muss man ja schon ganz klar bei diesem Thema sagen. Worauf achte ich bei so Schleudertechnik? Der was macht für mich die Qualität aus? Also was ihr werdet das sehen, wenn ihr euch mit dem Thema ja beschäftigt oder schon beschäftigt habt, es gibt unheimlich viele Preisunterschiede. Ihr könnt so eine Schleuder kaufen, so eine Selbstwendeschleuder für 800 Euro neu. Ihr könnt sie aber auch kaufen für 2000 Euro. Was ist da der Unterschied? Also der Unterschied ist bei den billigen zum Beispiel, du schneidest dich am Edelstahl. Also die Verarbeitung von dem Edelstahl, also eine Schleuder hat aus Edelstahl zu sein, da gibt's gar keine Diskussion. Alles andere hat da nichts mehr zu suchen. Und du hast scharfe Kanten bei so Billigprodukten. Also ich bin über Messen gelaufen, bin mit der Hand drüber gefahren und hatte blutige Hände. Ne? Und das darf nicht sein. Wir arbeiten hier mit Lebensmitteln, das ist die Arbeitssicherheit. Das darf einfach nicht sein. Dann hast du natürlich diese Verarbeitungsqualität durch und durch. Sind es die Lager? Sind es die Antriebe? Ne, viele haben ja oben ihren Motor sitzen, so ein kleines Motörchen oben drauf, wo du den Deckel dann wieder zum Teil nicht richtig aufmachen kannst. Und mir persönlich ist es ganz klar extrem wichtig, dass der Motor unten ist, dass es ein großer Motor ist. Dann ist nicht der Schwerpunkt auch weiter unten oder das Gewicht unten. Und vor allem ein großer Motor, dass die Karre auch mal laufen kann. Ne? Stundenlang. Wir können uns das jetzt hier mal anschauen bei beiden Schleudern, wo ich hier gerade habe. Da haben wir jetzt hier einmal bei dem Modell von Lega, der Radialschleuder. Ja, das ist halt ein Motor. Ja? Also das ist einfach ein Trümmer und genauso sieht es da, oder da ist nicht geputzt natürlich, weil die schon lange nicht mehr im Betrieb war jetzt. Und, aber ist ja egal. Auch beim Graze ist das hier unten doch alles relativ stabil gebaut.
Dazu kommt halt, man sieht es jetzt hier, ich zeige es euch mal, die Steckverbindungen, da hängen keine Aderhülsen oder sonst draus, das sind einfach stabile Schraubverbindungen. Du hast diese Kugelhähne, die extrem hochwertig sind. Das ist auch im Prinzip hier das Gleiche, hier hast du die Kabel schön geführt, du hast extrem dicke Schrauben, du hast dickes Plexiglas als Deckel und nicht wie zum Beispiel jetzt hier drüben so ein einfaches dünnes Blech. Massive Winkel, ne, wo der Deckel auf und zu geht. Das sind einfach alles so Punkte, wo sich da reinsummieren in eine qualitativ hochwertige Honigschleuder. Klar, eine Motorgetriebe Honigschleuder mit Mehrvölkerzahlen muss auch stabiler sein, weil die läuft auch mal 2 Tage am Stück. So eine handbetriebene, die läuft halt eine halbe Stunde am Stück. Ja. Also das sind schon Unterschiede, das ist ganz klar. Aber sowas ist mir einfach auch wichtig. Ne? Die Edelstahlverarbeitung, die Motoren, dass die schön ausgebaut sind, die Laufruhe, die Lager und auch wie du sie nachher reinigen kannst. Und dass der Deckel einfach weit aufgeht zum Beispiel. Und natürlich sollen sie alle haben, sie sollen programmierbar sein. Eine Programmautomatik, das brauche ich oder bei meiner Betriebsgröße oder auch schon viel kleiner, das ist unheimlich viel wert, weil du kannst nebenher was anderes machen, die spulen ihr Programm runter und vielleicht natürlich, das haben ja die meisten auch mittlerweile, mindestens 3 Speichermöglichkeiten, weil du den Rapshonig halt anders schleudern tust, wie jetzt zum Beispiel, wenn du abschleuderst. Also wir zum Beispiel sind beim Rapshonig einfach relativ kurz unterwegs, weil die Waben kommen ja sowieso wieder aufs Bienenvolk im Prinzip. Wir haben nach dem Rapshonig oft eine Trachtlücke und da können die Waben gut ausputzen. Und ja, da müssen die nicht ganz so sauber sein. Wenn wir jetzt natürlich abschleudern am Jahresende und die Waben kommen danach ins Lager, dann lassen wir die Schleuder natürlich einen Tick länger und einen Tick schneller auch laufen. Und das ist auch ein bisschen der Punkt, da muss man sich halt reinfuchsen, welche Drehzahl, welche Zeit man da irgendwie anwendet, wenn man so eine Programmautomatik macht. Aber das lernt man relativ schnell, weil, ja, wenn man mal einige Völker hat, wenn man so einen Tag an der Schleuder steht, da merkst du nachher schon am Summen, am Geräusch, an der Luftbewegung, was sie ja auch macht, merkst du schon, wie es läuft. Ja. Also da kommst du ganz, ganz schnell rein. Also eine Schleuder ist ja wirklich eine Dings. Du hast es nicht viele Stunden im Jahr im Einsatz, aber wenn du es im Einsatz hast, hast du halt 1-2 Tage am Stück, wo du dran stehst und da lernst du die kennen einfach. Ja. Und zum Preis, ne, kommen wir zum Preis, was ja auch viele interessiert. Klar, ich habe es vorher schon gesagt, du kriegst eine Schleuder, 300 Euro so eine Tangentialschleuder für die Anfänger. Und dann geht es nach oben, gibt es keine Grenzen. Ja. Also, und es sind halt oft diese Details in der Verarbeitung, die wo den Unterschied machen. Und ja, auch der Service letztendlich. Ne, wenn mal was kaputt geht, wie du Ersatz kriegst, also ihr habt es gesehen, hier diese Lega, diese Radialschleuder, die ist noch verpackt, weil der Vorgänger war einfach nicht in Ordnung. Ne, der hatte Geräusche gemacht und dann war das im Prinzip gar kein Problem von Lega, die auszutauschen. Also da war es einfach so, die war bestellt, die Lieferfrist wurde bei Weitem nicht eingehalten. Also das war ein bisschen ärgerlich und dann kam die eben defekt an oder hatte eine Delle, wo keiner wusste, wo diese Delle herkommt. Und hatte ganz leichte Geräusche. Und da gab es aber von Lega-Seite im Prinzip gar keine Diskussion. Die haben gesagt, bevor wir da in irgendwas reinkommen und dir die in 5 Jahren kaputt geht, wir nehmen die zurück und schicken dir eine neue. Und dann habe ich die Saison noch mit der alten kaputten praktisch in Anführungszeichen geschleudert und habe dann zum Saisonende im Prinzip die neue bekommen und die alte zurückgegeben. Ne? Komplett frachtfrei, eigentlich komplett ohne Ärger, außer dass am Anfang der Liefertermin bei weitem nicht eingehalten wurde. Und das war für mich jetzt halt in dem Fall ein bisschen schade, weil da ging es um den Rapshonig und war ein bisschen Engpass beim Schleudern einfach. Ne? Und beim Rapshonig, der schnell kristallisiert, gibt es Angenehmeres auf jeden Fall. Aber wir haben es hinbekommen, auch dank unserem Dinosaurier, dieser coolen Schleuder vom Graze da, die, ja, was weiß ich, wie viel Tonnen Honig in ihrem Leben schon geschleudert hat.
Ja, das soll es von dieser Seite ein bisschen über diese Schleudertechnik gewesen sein. Wie gesagt, bei mir im Betrieb findet ihr keine Schleuderstraße. Ich bin da kein Freund davon, vor allem aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten, aber auch aus Arbeitsaspekten. Also ich sehe die totale Erleichterung mit diesen Entpackern von den Honigraumzargen, dass du die vollen Honigraumzargen nicht von Hand bewegen musst, dass die da vorgeschoben werden. Das sehe ich alles. Das ist für mich auch der Vorteil an so einer Schleuderstraße, dass du vielleicht auch ein Stück ermüdungsfrei arbeitest. Aber demgegenüber hast du halt einen Reinigungsaufwand, du hast einen Wartungsaufwand und du hast einen Anschaffungspreis und einen Platzbedarf, wo das für mich im Moment nicht interessant macht. Vielleicht, wenn der Betrieb sich weiterentwickelt, wenn der Raum, das Raumangebot bei uns noch besser wird und ich älter und gebrechlicher werde und keine Helfer mehr habe, vielleicht wird der Weg dann dahin mal gehen, aber im Moment sehe ich das nicht. Im Moment bin ich eher so ein Freund von zwei Radialschleudern, großen parallel. Während die eine läuft, kann man die andere befüllen und andersrum. Und da schafft man eigentlich auch richtig viel weg. Das Ganze habe ich jetzt auch nicht erfunden, das System. Also vor allem in Italien habe ich das gesehen, dass er bis 1000 Bienenvölker mit zwei, drei großen Radialschleudern da die Imkereien arbeiten. Und das ist auch ein bisschen für mich der Weg im Moment, weil du kannst jedem sagen, wenn einer Bock hat, hey, ich will mal beim Schleudern helfen, sagst klar, hier in Deckelung, hier funktioniert es, dann stellst du es da rein, drückst den grünen Knopf und wenn sie steht, räumst du aus und füllst sie wieder auf. Ja. Das kann im Prinzip jeder, vom 8-jährigen Kind bis zum Opa, und so eine Schleuderstraße, das kann halt nicht jeder. Ja, das muss ich erst mal erklären, da muss man sich reinfinden. Und ja, so sind halt unsere betrieblichen Gegebenheiten, dass wir das halt so machen. Jemand anders mag das anders machen. Ja, dann wünsche ich euch was und hoffe, ihr habt was mitgenommen aus dem Video. Wenn ihr Bock habt, dann, wie gesagt, lasst einen Daumen nach oben da, lasst ein Abo da, empfehlt den Kanal weiter. Und wie gesagt, ich habe es ja schon mal kurz erwähnt, wir haben jetzt auch die Möglichkeit der Mitgliedschaft. Es kam von euch, ich habe lang rumgeknobelt, ob ich es mache. Aber wie gesagt, es war der Wunsch von euch, so eine Mitgliedschaft, um eben einen Livestream zu machen, um eine bezahlte, für mich ist es eine bezahlte Runde, weil ihr müsst ja auch irgendwann mal sehen, ich kann, das ist Zeit, wo ich hier reinstecke, das ist ja jetzt nicht, dass ich hier Geld damit verdiene. Ja? So eine Kamera zu kaufen, so ein Mikrofon zu kaufen, die Zeit, das ist beileibe nicht so, dass sich das für mich finanziell lohnt. Und dann war eben euer Vorschlag, ja wie gesagt, mach doch diesen Livestream als Mitgliedschaft, dann kriegst du ein bisschen Geld dafür für diese Zeit und ihr habt alle was davon. Und wer es will, macht's, und wer es nicht will, der lässt's. Und jetzt wünsche ich euch aber alles Gute, bis dann, ciao.